Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, und zwar, was habe ich im September getestet. Es ist nicht super viel, aber ich würde sagen, ich stelle euch vor, was ich getestet habe. Es sind auf jeden Fall spannende Produkte und ich würde sagen, wir quatschen ein bisschen drüber. Und zwar, first up machen wir von Kaya The Shield, und zwar dieses SPF Face Cream. Und ich fand die sehr, sehr gut. Sie riecht sehr, sehr, sehr angenehm. Ich swatche sie euch jetzt hier. Also, whoops. So, da habe ich jetzt ein kleines Tröpfchen ist rausgekommen. Also hier seht ihr. Und sie ist wirklich ist sie sehr dünn. Also sie wirkt wirklich schnell in die Haut ein. Also es ist nicht so, dass du 5 Jahre warten musst, bis sie eingewirkt ist. Sie riecht sehr angenehm. Ich würde sagen, so Babyöl. Also wäre jetzt mein erster Gedanke. So Babyöl, so Babysachen. Also einfach so ein angenehmer, neutraler Geruch. Und ich würde das auf jeden Fall gerne noch weiterhin testen und natürlich aufbrauchen und dann noch mein Feedback dazu abgeben. Aber groß und ganz ist es wirklich, wirklich schön. Ich habe, es hat schnell eingewirkt, es hat gut auf dem Make-up gehalten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, ich würde halt gerne nur die Langzeitwirkung sehen, ob es irgendwas mit meinem Gesicht macht. Aber es war sehr, sehr angenehm. Es hat keine Irritationen gegeben. Es hat schnell eingewirkt und war eine super Make-up-Unterlage. Also definitiv ein schönes, schönes Produkt. Und ich bin da einfach gespannt, es aufzubrauchen. Aber definitiv sehr, sehr gut. Dann machen wir, und zwar habe ich von Essence das Lip Oil in Ginger. Und ich habe ja das in Cranberry, war das letztes Mal oder vorletztes, ich weiß nicht, das war auf jeden Fall nicht so lange her. Und ich muss sagen, es ist wunderschön. Es ist, die Formulierung ist genau dieselbe, aber der Geruch ist, boah, es ist halt so Wurzel, also wirklich so Wurzel, Ginger. Es riecht wirklich natürlich nach Ginger, aber es riecht so richtig wurzelmäßig, also puh, es ist wirklich nicht mein Favorite. Die Formulierung ist wunderschön, auch wenn man das über einen Lippenstift oder so drüber gibt, da sitzt ja dieses Glänzige. Also es ist wirklich ein Lip Oil, es ist super angenehm auf den Lippen, es ist wunderschön. Also ich finde, die Formulierung ist wieder top, aber der Geruch ist halt, boah, nee, nee, es ist wirklich nicht meins. Also es ist wirklich, es ist auf jeden Fall Ginger und es ist so, ja, no. Also es ist nicht mein Favorit. Also ich mag ich persönlich nicht. Aber es ist von der Formulierung ist es wirklich schön, aber der Geruch. Also ich würde euch das in Cranberry definitiv empfehlen. Und das würde ich eher auslassen. Dann das nächste. Jetzt habe ich es gerade weggegeben, den Swatch. Das war wieder super intelligent. Und zwar wollte ich da euch im Vergleich zeigen. Und zwar habe ich von Kaya das Lip Oil. Das ist ja ein Lip Oil. Beach Lip heißt ja Lip Oil. SPF 30. Und das war auch wunderschön. Richtig, richtig schön. Ich möchte euch das im Vergleich daneben hin swatchen. Das ist etwas dickflüssiger. Obwohl ist es gar nicht. Nee, ist es gar nicht. Ich vertraue nicht dem, was ich sage. Es ist wunderschön. Sie sind von der Formulierung vielleicht sehr, sehr ähnlich, aber hier ist halt SPF drinnen. Da unten ist das von Kaya. Es ist SPF drinnen und es riecht sehr, sehr angenehm. Einfach so neutral und es war wunderschön. Ich mag die Verpackung. Ich mag diese Packungen mit diesem Applikator. Jetzt ist der Applikator ein bisschen so grauslich, weil ich den über einen Lippenstift drüber gegeben habe. Aber es ist, mag den Applikator sehr, sehr gern. Finde das super. SPF ist wunderschön. Du hast nicht diesen SPF-Feeling oder sowas. Also schmeckt jetzt nicht nach Sonnencreme oder so. Ja, Formulierung war schön. Hat die Lippen schön gehydrated. Definitiv einen Daumen hoch. Definitiv ein Produkt, das ich nachkaufen würde und mehr davon benutzen möchte. Sehr, sehr schön. Und ich mag, wie gesagt, ich finde das mit dem Applikator sehr, sehr angenehm. Also ein wirklich, wirklich schönes Produkt. So, wir kommen weiter zu the next. Und zwar von Reval Loves Me On Fleek Baked Bronzer. Ich glaube, es ist das erste Produkt, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Es ist nicht wirklich mein Favorite. So sieht der Bronzer aus. Es ist halt wirklich Schimmer. Also es ist wie ein Highlighter, aber der halt so wirkliche Schimmerpartikel drin hat. Also ich war dann immer voll Glitzer, wie ich ihn benutzt habe. Also ich hoffe, man sieht das jetzt in der Kamera, aber es ist wirklich, nee, sieht man kaum, aber es ist wirklich nur Schimmer, Schimmer, Schimmer. Und es ist definitiv, es ist nicht dieses Dewy,
Es sind definitiv Schimmerpartikel drinnen, das heißt, du hast auf jeden Fall Glitzer überall. Und ja, das ist nicht so unbedingt mein Favorite, weil ich habe ziemlich viel Produkt gebraucht, damit ich Pigment bekommen habe, weil er ist halt, ja, jetzt sieht das hier recht pigmentiert aus, aber ich gehe halt ja nicht so mit dem Finger rein, du gehst halt mit dem Pinsel rein und dann dadurch, dass es so viel Glitzer drinnen hat, verfliegt das Pigment so ein bisschen. Also ich habe ziemlich oft reingehen müssen und dann war irgendwie überall das Glitzer und es ist natürlich sehr, sehr viel Glanz. Im Sommer definitiv ein Produkt, das ich benutzen würde, jetzt dann im Herbst und Winter. No, 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 I wouldn't. Also es ist wirklich sehr, es ist enormes Glitzer. Es ist einfach nur Glitzer. Wirklich sehr, sehr viel Glitzer. Aber ja, wenn man das mag, dann gibt es das. Aber war nicht persönlich mein Favorite, muss ich sagen. So, aber ein Produkt, das ich wirklich, wirklich schön finde. Und zwar von Reval Loves Me 2-in-1 Baked Rouge. Und, warte. Kurze Pause, Werbepause. So, jetzt geht's wieder weiter. Und zwar, hier haben wir eben den Blush und das ist eben auch Highlighter. Das ist wieder so ein richtig, richtig dewy, also dewy, aber ein richtiger, richtiger Highlighty Blush. Aber der hat keine Glitzerpartikel drin. Also der hat halt diesen kompletten Schimmereffekt, aber es sind keine Glitzerpartikel drin. Er ist nicht so super pigmentiert. Also er sieht jetzt vielleicht hier hinten so dunkel aus im Shift, aber er ist nicht sehr pigmentiert. Also auch hier muss man eher mehr Produkt nehmen. Aber er ist wirklich, wirklich schön. Ich mag ihn sehr gerne. Also ja, den finde ich schön. Mag ist auch ein Produkt, das ich eher mehr im Sommer und so benutze, Frühling, wo ich mehr diesen Dewy-Look mag. Aber es ist definitiv schön. Ein softer, wirklich so ein glänzender, schöner Blush. Wirklich, wirklich schön. Und eben nicht Glitzerpartikel. Ich mag es nicht so gern, Glitzerpartikel. Also die fliegen dann. Ich habe es dann gesehen. Ich habe es überall im Gewand, in den Haaren hatte ich immer ein Glitzerpartikel. Also das ist nicht mein persönlicher Favorite. Plus, es gibt so viele tolle Bronzer von Reval de Loup. Da habe ich einmal diesen Sun Powder und diesen in diesen. Ups, und zwar in diesen Dupe Benefit. Benefit ist übrigens nicht hier versuchsfrei. Please don't buy it. Thank you so much. Und zwar, wir sind jetzt dann beim letzten Produkt angelangt, das nicht Eyeshadow ist. Und zwar ist es von Altera Naturkosmetik der Eyeliner. Oh Gottchen, bin ich schon etwas müde. Und zwar, den habe ich heute auch oben. Ich finde ihn echt, echt schön. Er ist super, super creamy. Problem bei mir ist, das ist genauso wie bei Mascara. Er rinnt mir halt dann, er hält ziemlich lang. Also so 3, 4, 5 Stunden hält er. Aber dann rinnt es hier unten einfach weg oder es verschwindet, geht in die Augen, whatever. Also es verschwindet dann einfach nach einer Zeit. Aber wie ihr auch sehen könnt, ich versuche das jetzt hier so schön zu swatchen. Der Pigment ist definitely here. Also Pigment ist wirklich, also der ist sehr, sehr pigmentiert, wirklich schwarz, richtig creamy, also kein trockener, wo du das Gefühl hast, oh, da brauchen wir 500 Stunden dafür, weil die Sophie hat das nämlich auch gegoogelt, das ist ein, irgendwer hat dazu ein TikTok gemacht und hat gemeint, das ist der beste Eyeliner, den es in der Drogerie gibt und den mussten wir natürlich shoppen. Und ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich muss dazu sagen, ich habe das hinten mit dem Smudge-Effekt nicht gemacht, aber das ist natürlich, der ist super, der geht super zum Smudgen, weil er eben so creamy ist. Der ist super creamy, super pigmentiert, wirklich, also ein schönes Produkt. Bei mir hat er halt einfach, aber das ist bei den meisten Eyelinern. Also es gibt eigentlich wenige bis kaum, bis gar keine Eyeliner, der nicht dann irgendwann verschwindet bei mir. Aber er ist wirklich sehr, sehr schön. Also es ist ein schöner, schöner Kajal. Definitiv, kann ich definitiv empfehlen, ja. The Last Part. Und zwar Eyeshadow. Und zwar die erste Palette ist von Revolution, die Nikki Lily Palette. Ich swatche euch da gleich ein paar Töne. Vier kleine Swatches. Ich zeige euch jetzt die davor. So sehen die Swatches aus. Zwei matte Töne und zwei Schimmertöne haben wir hier. Jetzt zeige ich euch gleich noch die Palette. So, und so sieht die Palette aus. Richtig, richtig cute. Das ist eine super cute, so eine Birthday halt. Ich glaube, es ist eine Birthday-Torte zumindest. Und ich finde sie richtig, richtig süß. Die matten Töne sind mehr soft, aber für Pastelltöne finde ich, ist es vollkommen okay. Und die Schimmertöne fand ich sehr, sehr schön. Das sind so Schimmertöne, die leicht Hardpan bekommen. Wie gesagt, ich gehe da einfach rein und dann
ist das schon wieder erledigt. Aber nur für euch als Info. Und natürlich die pinken Töne und sowas ist meistens Staining. Also das ist aber grundsätzlich bei allen Pink-Rot-Lila-Tönen, die haben oft Staining. Manche Blautöne stainen auch und dann hat man eben am nächsten Tag ein rotes oder lilanes Auge. Aber es ist wirklich also eine echt cute Palette, würde ich definitiv empfehlen. Und das ist auch eine richtig süße, die sehe ich immer auf Revolution, wenn sie die posten. Und die macht auch immer ganz süße Looks und da hat sie eben ihre Collaboration, also Congratulations und richtig, richtig süß. Mag die Palette, finde auch die Color Story richtig, richtig schön. Also, she has taste. Yes, she has. Also wirklich eine süße, süße, süße Palette. Dann haben wir von Make-up Obsession habe ich die. Es läuft, Leute, es läuft. Pink Me Please von Make-up Obsession. So sieht diese Palette aus. Auch eine richtig süße kleine Palette. Ich swatche euch auch hier ein paar Töne. Also bei diesen kleinen Tönen muss ich ganz. Also bei dieser kleinen Palette meine ich nicht bei den kleinen Tönen. Also da ist es echt schwer zu swatchen. Also fällt mir es ist ein bisschen schwerer. Hier haben wir die Swatches. Also auch hier süße Swatches. Ich gehe, wie gesagt, ich gebe den Swatches. Bam, 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 bam. So gehe ich einfach rein. Aber richtig cute Swatches auf jeden Fall. Und die Palette an sich super cute. Ich mag die, ich finde die super handlich. Die sind halt auch wirklich, hier sehen wir schön als Vergleich. Die sind super, super mini und mag die sehr, sehr gern. Vor allem, wenn man eben Farbe ausprobieren kann. Die gibt es ja in allen möglichen verschiedenen Farben. Also kann ich euch definitiv empfehlen. Und ja, die ist very, very, sind sehr, beide sehr, sehr süße Paletten. Dann haben wir die Phoebe-Palette, die habe ich heute oben. Do you see the glitter? Isn't it fabulous? Und zwar swatche ich euch auch hier ein paar Töne. Hier ein paar Swatches. Wir haben dieses Monat haben wir wirklich so softe Lidschatten. Das ist wirklich so die Devise dieses Monat, wirklich so softe, süße Lidschatten. Und auch hier ist es eben kein Unterschied. Und zwar so sieht die Palette von innen aus. Und das finde ich ist eben eine super süße Palette. Also ich habe sie natürlich heute ein bisschen mehr aufgebärmt mit dem Eyeliner von Altera. Aber sie ist echt eine schöne Neutral-Palette mit dem Glitzerton richtig schön. Ich mag halt Glitzer. Das muss wieder jeder individuell für sich entscheiden. Ich mag sehr, sehr gern Glitzer. Und ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne Lidschattenpalette. Also gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Aber das ist definitiv eine Softe. Ich finde, es ist eine schöne Arbeitspalette. Mir gefällt die sehr, sehr gut. Und ich liebe natürlich auch Friends. Also ich finde, das ist einfach richtig cute. Also definitiv für mich ein Hit. Würde ich definitiv empfehlen. Ich mag die, aber das sind so softe. Softe, das sind alles drei eher mehr so softere Lidschatten, aber definitiv sehr, sehr cute. Und meine Lieben, das war alles, was ich jetzt im September getestet habe. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wonderful day, evening, whatever you are doing. Ich wünsche dir eine wunderschöne, schöne Zeit und genieße dein Leben und genieße, dass es dich gibt. Ich bin sehr, sehr froh, dass es dich gibt und würde jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könntest meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr in dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM, da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!